Hallo und herzlich willkommen bei Windows Power.de. Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie unter Windows 10 die heimlich installierte Bloatware entfernen können. Ja, Sie haben richtig gehört. Wie Sie wissen, gibt es ja seit dem Update im August ständig neue Updates unter Windows 10. Ja, das Anniversary Update nennt sich das Ganze. Und nun ist es herausgekommen, dass Windows still und heimlich Bloat-Software installiert, das heißt Software installiert, die eigenständig Programme auf Ihren PC installiert. Das kann zum Beispiel, letztens ist es mir aufgefallen, dass ich Candy Crush Soda habe, obwohl ich das gar nicht spiele, andere Apps oder andere Programme sein. Und auch wenn man diese Programme deinstalliert, installieren sie sich wieder von alleine. Natürlich nimmt das mit der Zeit immer mehr an Speicher weg und dann Festplattenkapazität. Deswegen wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie das wirklich für immer deaktivieren können. Dazu drücken wir die Windows- und die R-Taste und tippen hier Regedit ein. Nun sind wir im Registrierungseditor von Windows. So, ich scroll mal ganz nach oben. Ich habe mir das Ganze hier aufgeschrieben. Das heißt, wir suchen HQ Current User. Software Microsoft. HQ Current User. Dann kommt Software. Dann haben wir gesagt Microsoft. Microsoft ist hier. So, dann kommt als nächstes Windows Current Version. Also Microsoft. Jetzt suchen wir Windows Current Version. So, Windows und die Current-Version haben wir auch hier. Und nachher suchen wir Content Delivery Manager. So, also Current-Version. Und hier suchen wir diesen Punkt. Und hier haben wir ihn schon. Content Delivery Manager. Das heißt, Sie sehen hier genau, dass Windows uns das deinstalliert hat. Und wenn wir auf den Delivery Manager klicken, dann sehen Sie hier, sollten Sie diesen Punkt hier, Silent Installed Apps Enabled. Das heißt, das Ganze ist jetzt deaktiviert, aktiviert, Verzeihung, Enabled. Das heißt, dieser Punkt, also Sie sehen wirklich, es stimmt, Microsoft hat hier das installiert oder reingeschleust, damit er selbst Apps installiert, die wir vielleicht gar nicht haben wollen. Und Sie sehen, es ist auch aktiviert, dadurch, dass hier Enabled steht. Das heißt, wir werden das hier doppelklicken und werden hier den Wert, ich habe es auch hier aufgeschrieben, von 1 auf 0 ändern. Das Ganze mit OK bestätigen. Dann den Registrierungseditor schließe, Windows neu starten und dann haben Sie das Ganze deaktiviert und sollte hier nichts mehr installiert werden. Vielen Dank fürs Zusehen, Ihr Windows Power.de Team.